Hallo, ich bin Cinema-Redakteur Ralf Blau und ich möchte Ihnen jetzt unseren Filmtipp der Woche vorstellen. Das ist diesmal der Film Wind River. Und ich gehe also, ich würde mal geschätzt sagen, 200, 250 Mal im Jahr ins Kino. Aber im letzten Jahr gab es vielleicht zwei, drei andere Filme, die mich auf ähnliche Weise gepackt und begeistert haben, und wie Wind River. Wind River ist das Regiedebüt des bisherigen Drehbuchautoren Taylor Sheridan. Er hat auch hier das Drehbuch geschrieben. Zuvor hat er die Vorlagen geschrieben für Sicario und Hell or High Water. Der Film erzählt die Geschichte eines Wildhüters, eines Jägers, der in einem Indianerreservat eine junge, ermordete Frau findet. Und das ist für ihn ein wahnsinniges Trauma, weil seine eigene Tochter einige Jahre zuvor auf ähnliche Art ums Leben gekommen ist. Und es wird nun das FBI gerufen, es kommt eine ganz junge, unerfahrene Beamtin, gespielt von Elizabeth Olsen. Und weil sie sich eben überhaupt nicht auskennt in diesem Gebiet und mit diesen ganzen Indianerumständen, bittet sie ihn eben bei den Ermittlungen zu helfen. Und dieses Trauma dieses Wildhüters, das durchzieht quasi den ganzen Film. Der ist atmosphärisch so unfassbar dicht erzählt und mit so einer Wucht inszeniert, dass man emotional komplett geplättet wird. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass in den Indianerreservaten tatsächlich wahnsinnig viele Gewaltverbrechen passieren und dass die allerwenigsten davon überhaupt aufgeklärt werden. Und diese Stimmung, dieses Leben unter dieser Bedrohungssituation am Rande der Gesellschaft, quasi in so einem gesetzlosen Raum, das bestimmt ganz stark diese unglaublich fesselnde Atmosphäre dieses sehr außergewöhnlichen Films.